Was macht ihr hier eigentlich in der Gegend, so als Dunkelelf? Ich? Nichts. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Der Jarl glaubt, ich hätte Verbindungen zur Akademie und schont mich daher. Möchtet ihr mir vielleicht dabei helfen, den Schein zu wahren? Der alte Nelakar bewahrt einen Zauberstab in seinem Zimmer im frostigen Feuer auf. Der Stab wäre eine hilfreiche Requisite, falls der Jarl sich fragt, ob ich tatsächlich Kontakt zur Akademie habe. Boah, faules Stück Dreck. Aber wenn du mir ein bisschen, ne? Danke, ich werde darauf warten. Ja, für Geld würde ich alles tun. Den Himmel im Auge behalten, Reisender. Auch dafür sorgen, dass andere Leute sich ein Image durch Lügen aufbauen. Oder wir können ihn beim Mial verpetzen. Das wär's doch auch. Wobei, als ich das letzte Mal jemanden beim Mial verpetzt habe, ist das ja nicht besonders gut ausgegangen. Denn jetzt läuft Dial von Mortal dauerhaft dem Typen hinterher, der mich vom Vampirismus geheilt hat, aufgrund eines Bugs. Igitt. Na du? Wenn ihr wahre Töchter und Söhne von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Herr Kindchen. Mein Papa sagt, dass Elfen böse sind und man ihnen nicht trauen darf. Ach wirklich? Wusstet ihr, dass der Großteil von Winterfest ins Meer gestürzt ist? Nein, ich wirklich? Ich habe gehört, dass diese Akademie daran schuld ist. Ach wirklich? Böse Akademie. Großer Stab der Abwehr, kann man gut verkaufen. Kann ich diesen Stab nicht einfach den Typen da hinten andrehen? Nein, es muss ein bestimmter Stab sein. Honigwaben. Honigwaben. Feyfolken. Okay. Und nicht von Kühnerheit. Rohes Rindfleisch. Hätte rohes Menschenfleisch sein können. Taina! Unsere Familie ist die einzige, der die Geschehnisse in Winterfeste noch wirklich am Herzen liegen. Ach wirklich? Kurier wird euch als erster sagen, dass es uns ohne die Akademie besser ginge. Und ich stimme ihm zu. Wirst du mir dann sagen, dass es ohne die Akademie besser ginge? Was habt ihr hier in Winterfeste zu schaffen? Naja, ich bin eigentlich wegen der Akademie hier. Hätte ich mir denken können. Aber was soll's? Das ist der einzige Grund, aus dem sich überhaupt noch Leute nach Winterfeste verirren. Ideal. Ich suche nach Arbeit und vielleicht ein bisschen Tane werden. Winterfeste hat viel von seiner Geschichte eingebüßt und damit auch viel von seiner Macht. Ich habe vor, das zu ändern. Ich habe Gerüchte über die Ruhestätte des Helms von Winterfeste gehört. Eben jenes Helms, den Jarl Hanse in der ersten Ära trug. Hanse war ein Anwärter auf den Thron des Großkönigs von Himmelsrand. Mit dem Helm könnte ich bei den anderen Fürstentümern Gehör finden und mir etwas Autorität verschaffen. Ich soll nicht, solltest du schon als Jarl Autorität, aber ich kann gerne den Helm besorgen. Gut. Ich werde eine schöne Goldsumme für euch bereithalten. Ja! Was habt ihr denn eigentlich überhaupt für ein Problem mit der Akademie? In der Tat. Und wenn ihr zu ihnen zählt, dann klebt auch an euren Händen Blut. Es ist nichts von Winterfeste übrig. Nichts. Alle wissen es. Die Akademie ist schuld daran, dass das Meer unsere Stadt verschluckt hat. Sie streiten es beharrlich ab, aber wir alle kennen die Wahrheit. Ja, erzähl mir mal was darüber. Was gibt es da schon zu erzählen? Die Stadt ist größtenteils verschwunden wegen dieser verdammten Magier in der Akademie. Eines Tages werden wir beweisen können, dass sie den großen Zusammenbruch verursacht haben. Fast eine ganze Stadt, die ins Meer stürzt. Das passiert nicht einfach so. Ach, wirklich?
Ist ja nicht so, als wäre hier in der Nähe, ne, Wadenfell. Mit dem Roten Berg, der also damals gut ausgebrochen ist. Ich weiß, dass es überhaupt im selben Jahr gespielt hat, der Zusammenbruch von Winter. Ich weiß es gerade gar nicht. Haber könnte auf jeden Fall, ne? Und im Grunde war der Vulkanausbruch ja mehr oder weniger meine Schuld. Dass ich in seine Fußstapfen als Jäger trete, aber ich hatte mir höhere Ziele gesteckt. Er hat sich nie darüber beklagt. Er fehlt mir. Ja, damals, als ich das Herz zerstört habe, dem Tribunal ihre Kräfte beraubt und damit sie geschwächt und bla bla bla. Hier raus, Kindchen. Spielt ihr Verstecken? Was? Raus! 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 Mein Zimmer! Nein, eigentlich ist es gar nicht mein Zimmer. Oh. Die Tür war nicht mehr offen! Wie hast du dich rein teleportiert? Na gut, hier ist die Akademie. Weiß dein Vater, dass du in der Akademie von Winterfeste bist? Und ich bin zu schwer belastet. Was macht ihr überhaupt in Winter? Gar nichts. Darf man hier... Das hier ist ein freies Land. Man darf hingehen, wo man will. Und das tue ich auch. Ich wollte nicht im Bett schlafen. Ein Geldbeutel mit... Och. Fest, warum seid ihr so böse? Weil sie böse sind, Chicken. Sehr böse, sehr böse, 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 sehr böse. Ja. Das mitnehmen, so. Nett, dass du mich wieder hier rein manövrierst. Hosen. Ein Helm von Winterfest im Ingjol. Moment mal. Das ist sogar. Okay. Perfekt. Der Rüstung. Und. Wo ist Fest? Richtung Düsterhammer. Mit Dämmerstern. Mal gucken, mal gucken. Wir bleiben erstmal hier in der Nähe von Winterfeste. Ermöglichen leichtfüßige Bewegungen. Kluger Ansatz. Ja, finde ich auch. Ihr werdet nicht gehustet. Ja, geht zum Arzt. Ja, Küsel. Frostiges Feuer. Es tut mir leid. Könntet ihr den Geruch beschreiben? Als ob ein schreckliches Monster explodiert wäre. Was habt ihr getan? Es war eine kleinere Fehlkalkulation. Ich habe sie für zukünftige Experimente bereits berichtigt. Genau aus diesem Grund haben die Leute ein Problem mit eurer Akademie, Nelaka. Eure Akademie. Aha. So, so. Talska The Reisende. Junge, du musst lauter spielen. Obwohl, überprüf mal dein Instrument. Man hört das nicht mal. Ein Leben voller Abenteuer und voller Lieder. Genau das Richtige für uns, nicht wahr, mein Freund? Wir sind keine Freunde. Als ich das letzte Mal mit dir geredet habe, war da plötzlich so ein Typ. Ich glaube, das warst du. Deine Trommel ist auch kaputt. Ja. Alles von ihm ist kaputt. In die Welt hinein. Nichts im Korb drinne. Obwohl, ja, die Trommel hört man eher im Gegensatz zum anderen Zeug. Die Flöte. Mhm. Ja.
Aua! Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir nur. Jetzt sind wir über Winterfestung. Da gibt es leider nicht viel zu sagen. Winterfest ist kaum mehr das, was es einmal war. Ach, wirklich? Wenn ihr etwas kaufen möchtet, redet mit Birna. Sie hat nicht viel, kann aber das Geld gut gebrauchen. Und Birna. Dann gibt es da noch unser kleines Gasthaus. Das meiste Geld kommt vom Besuch an der Akademie, aber auch das hat schon nachgelassen. Akademie, was für eine Akademie? Genau. Die Akademie von Winterfest im Norden vor der Stadt. Kann man kaum verpassen. Ja, kann man auch kaum verpassen. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Ach, tut es das. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Weh euch, das Drachenblut naht. Zum Licht ward es dunkel, es lebt die Legende. Fürwahr, das Drachenblut ist da. Ist es auch. Hier vorne. Autogramme gibt's später. mit dir habe ich schon geredet an mir. Wenn er nicht zufällig eine neue Runde bringt, könnte er gleich weitergehen. Immer diese Leute! Grässlich, ekelhaft, widerwärtig! Monstros! Arcana-Stab der Macht! Worte der Stammesmutter. Nidaka! Ich hab gehört, du machst böse Sachen. Mit der Akademie habe ich nichts mehr zu tun. Also braucht ihr gar nicht erst zu fragen. Du hörst also Werke mit mir an. Nein. Ihr Götter, nein. Schon seit Jahren nicht mehr. Wieso? Was passiert? Ich hatte Winterfeste eine Weile verlassen und bin bei meiner Rückkehr hier in der Herberge eingezogen. Und weshalb wohnt ihr hier in der Herberge? Ich bin immer noch mit meinen Forschungsarbeiten beschäftigt. Und hier in Winterfeste habe ich Zugang zu meinen ehemaligen Kollegen. Zugang, wie sich das anhört. Dies hier ist eines meiner Lieblingslieder. Eine Legende, die wir alle kennen und lieben. Welches Lied? Ein Held. Ist er nicht? Ich merk's schon, er hat's vorhin auch gesungen. Ja. Denn wer mag nicht das Drachenblut? Ja, Chicken, wir hassen dich alle. Kinder, die im Keller schlafen müssen. Yay, so geht's. Eirit. Die Magier lassen uns nicht in die Akademie rein. Sie sagen, dass es da drin nicht sicher ist. Ja, ist es auch nicht. Hin und wieder landet dort ein Drache. Man könnte mal die Drachen haben meine Skyrim-Story gelesen. Was? Drachenangriff? Oh weh, sie hustet, sie ist krank. Haran, kauf deiner Tochter Medizin. Hat Ran mir euch schon um ein Getränk angebettelt? Das ist verschwendetes Gold. Was stimmt denn mit Ran mir nicht? Er schuldet dieser Taverne so viel Geld, dass man sie abbrennen, wieder aufbauen und nochmal abbrennen könnte. Nur aus Jux und Tollerei. Soll ich sie abbrennen? Er hatte in seinem Leben schon ein paar Problemchen, aber er kann hier nicht einfach trinken, ohne zumindest ein bisschen was von seinen Schulden zurückzuzahlen. Ich könnte ja mit Ran mir reden. Nur zu. Vielleicht ist er ja nüchtern genug, euch zuzuhören. Und wenn ich prügel, ich den Alkohol aus ihm raus. Schönes Fleckchen habt ihr hier. Es ist nicht viel, aber wir kommen über die Runden. In Winterfeste wird nicht viel Geld ausgegeben, aber man kann darauf zählen, dass die Bewohner ab und zu mal etwas trinken wollen. Warum ist es denn hier so leer? Meint ihr die Taverne oder Winterfeste? Die Antwort ist wohl sowieso dieselbe. Winterfeste macht harte Zeiten durch. Die meisten Bewohner sind schon vor Jahren weggezogen. Ein paar von uns sind entweder zu dickköpfig oder zu verrückt, um zu gehen. Also versuchen wir unser Bestes, ein Auskommen zu finden. Winterfeste abreißen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Lüll. Wieso lässt er eigentlich seine Frau sein Kind im Keller schlafen?